Wir sind ja in der Serie Das Licht der Welt und mein Thema für heute ist der Stern von Bethlehem. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir hierher fahren und der Stern leuchtet. Das ist so, das berührt mein Herz, diesen Stern zu sehen. Und eigentlich ist es ja eine Geschichte von, sagen wir mal, von Wissenschaftlern, die nach den Retter in der damaligen Zeit, wo Jesus gelebt hat, gesucht haben. Ich will euch einfach mal erst mal ein bisschen was von mir erzählen. Für mich, auch schon als Kind, haben mich Sterne schon immer fasziniert. Und so einen herrlichen Sternenhimmel zu sehen. Und das ist irgendwie, berührt das mein Herz. Und seitdem ich mit Jesus gehe, ist es eigentlich noch viel tiefer, weil ich dann jedes Mal sehe, wow, wie wunderbar bist du, Herr, dass du diese wunderbaren Sterne geschaffen hast und ich mich sogar daran freuen kann. Es gibt ja heute Apps für alles Mögliche und so habe ich auch eine App für Sternbilder. Und jetzt ist das ganz cool, jetzt kann ich mein Handy nehmen, richtet es auf den Stern aus und dann sagt es mir, welcher Stern oder welcher Planet das ist. Es ist für mich natürlich sehr hilfreich, weil dann weiß ich immer, wo ich mich orientieren kann. Mein schönstes Erlebnis eigentlich in meinem Leben war, wo wir in Afrika waren und da habe ich dort den Sternenhimmel beobachtet und das war unglaublich. Also ich sehe das, selbst wenn ich es jetzt erzähle, sehe ich es vor meinen Augen und da durfte ich den Kreuz des Südens sehen. Es war einfach, da merkt man diese Größe Gottes, die da drin steckt. Es ist kaum mit unserem menschlichen Verstand zu fassen. Und ich finde diesen Vers aus Psalm 147, 4 sehr schön. Er zählte die Sterne und nannte sie beim Namen. Er kennt jeglichen Namen der Sterne. Er hat sie geschaffen. Und da ich mich so ein bisschen dafür interessiere, lese ich natürlich auch viel darüber. Und ich finde es interessant, was so für Pläne gibt, und wofür man Geld investiert in die Forschung. Und ein Plan, so vielleicht so zwei, die ich so gelesen habe, das einmal ist, plant man auf den Mars eine Station, so eine Außenstation. Klingt ganz schön verrückt. Was jetzt gerade passiert ist, dass um die Sonne eine Sonde kreist und die Sonne erforscht. Das sind schon unglaubliche Möglichkeiten, die wir uns als Menschen kaum vorstellen können. Aber trotzdem ist es eigentlich nichts. Wenn man sich überlegt, Gott hat diesen wunderschönen Himmel geschaffen. Er kennt jeden Stern bei seinem Namen. Was ist dieses bisschen Erkenntnis, die wir bisher erlangt haben als Menschen? Ich möchte euch so ein bisschen in die Zeit von der Geburt Jesu hineinnehmen. Und damals gab es ja, haben die Menschen auch schon die Sterne fasziniert. Und sie nannten sich damals die Sterndeuter. Das waren eigentlich recht gebildete Menschen und auch ganz gut betuchte Leute, die damals schon die Sterne erforscht haben. Und es nannte sich, war eigentlich auch ein ganz seriöser Forschungszweig. Sie haben aber die Menschen ganz anders gesehen, vom Kosmos sozusagen als Gesamtkonstrukt mit dem Weltgeschehen, was gerade passiert. Und man sagt, viele Spekulationen gibt es, wo denn die Sterndeuter herkamen. Aber ich habe ein bisschen recherchiert und die wahrscheinlichste Möglichkeit ist, dass die Sterndeuter aus dem Reich der Parther kamen. Und zwar zu dem Reich der Parther gehörte damals das ganze Persien und der ganze Mittlere Osten. Und man vermutet, dass sozusagen die Hauptstadt in der Nähe von Bagdad war. Und was ich sehr interessant fand, dass in diesem Reich auch eine Suche war bei den Menschen nach einem Retter aus der schwierigen Situation. Ihr wisst ja, zu Jesus Zeiten war das Römische Reich und das war ein brutales Reich. Und das Reich der Parther hat sich kräftig gegen das Römische Reich gewehrt und es wurde auch nie eingenommen.
Und es war diese Suche, es muss doch einfach noch mehr geben. Es muss doch irgendwas noch geben. Wer kann uns aus dieser schwierigen Situation, die wir gerade haben, herausretten? Und da ja viele Juden in Babylon gelebt haben, war es auch ein bisschen diese Sehnsucht nach dem Messias auch in diesem Reich bekannt. Und das finde ich interessant, dass das Zeugnis der Juden so eine Auswirkung auf so ein großes Reich hatte. Und so haben die Sterndeuter 7 vor Christus etwas Unglaubliches entdeckt. Und zwar haben sie gesehen am Himmel, sie haben natürlich immer die Sterne beobachtet, haben sie eine ganz interessante Planetenkonstellation gesehen. Und zwar 2 Planeten, das war der Jupiter und der Saturn. Und ich finde es interessant, mit meiner App entdecke ich nämlich jetzt auch den Jupiter und den Saturn und kann sehen, wo die Planeten sind, wo die sich gerade befinden. Und meistens sind sie recht weit auseinander. Damals war es ganz anders. Die haben sich 3-mal ganz nah begegnet. Zwar ist er ein ganz besonderes Himmelsereignis. Und von der Erde hat man das so gesehen, dass es wie ein Stern ist. Es waren also dadurch, dass sie sich so nahe kamen, hat man gedacht, da muss ein riesengroßer Stern sein. Und dann hat man natürlich geforscht, was muss dieses riesige Himmelsereignis, was muss das für eine Bedeutung haben für diese Menschheit? Und der Saturn, der galt damals, oder der Jupiter galt als der königliche Planet. Also es war dieser, da muss irgendwas Königliches passieren. Und der Saturn galt als Planet für das Volk Israel. Und ich habe auch gelesen, für ein goldenes Zeitalter, was kommt. Und da diese Begegnung von Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische war, hat man gedacht, das war das Sinnbild für Judäa. Und so haben die Sterndeuter sind zu dem Schluss gekommen, Mensch, dort muss ein riesengroßer und bedeutender König geboren sein in Judäa. Und der eine Auswirkung auf das ganze Weltgeschehen und auf die Menschheit hat. Ist doch unglaublich. Als ich da recherchiert habe, das hat mich nochmal so berührt. Und selbst in 4. Mose 24, 17 steht da eine Verheißung, die genau das aussagt. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht in Nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter über Israel aufkommen. Als die Sterndeuter das gesehen haben, dachten die, das ist ein Ereignis. Das müssen wir, da müssen wir hin. Da müssen wir uns auf die Reise machen. Und ich habe ausgerechnet, von Bagdad nach Bethlehem sind 1049 Kilometer. Das ist krass weit. Und als ich das eingegeben habe, hat es auch gezeigt, wie uneben auch der Weg ist. Also da hat es klar angezeigt, einige Wege sind schwer begehbar. Sie haben sich, ich weiß, und heute wissen wir, dass es auch ein bisschen gefährlicher Weg ist. Ne? Und trotzdem haben die gesagt, nee, das muss ich sehen. Das ist so ein wichtiges Ereignis, was die ganze Menschheit beeinflussen wird. Und die Sterndeuter machen sich auf den Weg. Und eigentlich ist es die Bestätigung von der Verheißung aus Jesaja 60,3. Und die Heiden und Nationen werden zu dem Licht kommen und der König zum Glanz, der über dir aufgeht. Das finde ich so spannend. Alles, was in dieser Zeit passiert ist, könnt ihr gerne mal recherchieren. Das wurde im Alten Testament schon vorausgesagt. Genauso wie diese Sache, was die Sterndeuter jetzt tun. So machen sie sich auf die Reise, 1049 Kilometer, und so wie die Sterndeuter dachten, ein König muss im Königspalast geboren werden. Und so gehen sie zuerst nach Jerusalem, gucken, wo der Palast ist und gehen zum König Herodes und fragen ihn, wo ist der neugeborene König? Matthäus 2 steht,
klar formuliert, wo der neugeborene König der Juden? Fragen sie den Herodes. Wir haben einen Stern aufgehen sehen, sind gekommen, ihn anzubeten. Das Blöde war, der Herodes wusste gar nichts von dem König. Und da kam, wir haben ja gehört, die Sterndeuter war ein angesehener Berufszweig. Das waren angesehene Menschen, das war was Besonderes, wenn die sich auf so einen weiten Weg gemacht haben, um nach Jerusalem zu kommen. Und der Herodes war ein sehr brutaler König. Wir wissen ja, dass das Römische Reich ein wirklich sehr brutales Reich war und viele Menschen unterdrückt haben. Und die Juden haben das nicht so gerne mit sich machen lassen. Deswegen musste er umso brutaler sein. Und er ist total erschrocken, weil er seine Macht und seinen Stand in seinem Königreich bedroht wurde. Er hat sich gefühlt, Mensch, irgendein anderer will König werden und ich weiß nichts davon. Und erschrickt natürlich. Jetzt haben sie überlegt, wie kriegt man denn das raus, wenn so viel, so diese Sterndeuter, diese Weisen aus dem Morgenland kommen. Wie kriegt man denn das raus, dass wirklich, ob das stimmt, was die sagen? Und der König hatte eine ideale, er hatte eine Idee. Er hat gesagt, wir schicken jetzt mal im ganzen Land zu allen Schriftgelehrten und hohen Priestern mit dieser Frage, wo könnte ein König geboren werden? Und die finden auch eine Antwort, und zwar in Gottes Wort. Und zwar in Micha 5,1. Da steht, und du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und das sagen sie den Sterndeuter und sagen, die einzigste Möglichkeit besteht, das Kind ist in Bethlehem geboren. Und die Sterndeuter sind ja schon 1049 Kilometer gelaufen, schon einen weiten Weg hinter sich, machen sich sofort auf den Weg und gehen nach Bethlehem. In Matthäus 2,9 steht, als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über den Ort stand, wo das Kindlein war. Liefen also diesen Stern, leuchtete ihnen den Weg zu dem König der Könige, den Herrn aller Herren. Und Matthäus 2, Vers 10 steht, als sie diesen Stern sahen, erfasste sie große Freude. Das hat sie motiviert. Ich möchte diesen König der Könige sehen, der einen Einfluss auf die ganze Menschheit nehmen wird. Und dann kamen sie nach Bethlehem zu Maria und Josef und dem neugeborenen Kind Jesus. Ich habe geguckt, es stand eigentlich bei mir gar nicht drin, ob es im Stall war, sondern eigentlich in ein Haus. Genau wissen wir nicht, wo sie hingegangen sind. Aber ich kann mir vorstellen, in dieser kleinen Ort Bethlehem, wir haben ja gehört, das ist somit der kleinste Ort in Judäa, wenn dort drei Sterndeuter, drei berühmte Menschen kommen, mit Geschenken, dann hat das eine Auswirkung auf alle, die das sehen. Und sie staunen, was kommt die hier in diesem kleinen Örtchen? Und sie finden das Kind und beten es an, beugen ihre Knie vor ihm, vor dem König der Könige, vor dem, wo die Hoffnung besteht, dass der Retter ist in dieser schwierigen Zeit. Und dass er die Weltgeschichte bestimmen wird in Ewigkeit. Und sie sagen, und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland in die Welt. 1. Johannes 4,14. Sie beugen ihre Knie vor diesem kleinen Kind. Nur ein Baby. Beugen sie die Knie vor ihm. Bringen ihnen ihre Geschenke. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ich kann mir vorstellen, dass die Menschen berührt waren davon und gedacht haben, was soll dieses kleine Baby?
Aber sie haben es getan, sie haben es gefunden. Das lange Suchen nach den Zeichen, dass es die Welt verändert wird. Das lange, den langen Weg, den sie zurückgelegt hat, hatte dort was. Sie waren angekommen bei dem Retter der Welt. Apostelgeschichte 4,12 steht, nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt. Und genau das haben sie erkannt. Dieses Kind wird dieser Welt Rettung bringen. Welcher Stern leitet dich denn? Ich habe mal so, wenn ich bei mir zu Hause aus dem Fenster gucke, geht es Carsten und mir so, oh, guck mal, dort ist ein Stern im Fenster. Guck mal, dort ist wieder ein Stern im Fenster. Und man freut sich darüber, wenn das Licht in den Fenstern aufgeht. Aber es ist nicht die Freude nur über diesen Stern, sondern für mich bedeutet es genauso, dass die Sterne sind Erinnerungen. Genauso wie damals die Sterndeuter, dass Jesus heute lebt, dass Jesus heute die Menschen genauso begegnen kann wie damals vor 2000 Jahren. Und das ist eine richtig gute Nachricht. Die gesellschaftlichen Herausforderungen zur Geburt Jesus waren sehr. Viele Menschen wurden umgebracht. Es wurden viele Länder unterdrückt und viele Menschen sehnten sich nach Erlösung. Und gerade in diese Zeit hinein wurde Jesus geboren. Und vielleicht denken wir, in Gesprächen merke ich auch, wir können diese Zeit von damals nicht mit der heutigen Krisensituation vergleichen. Aber die Fragen sind die gleichen. Es ist genau die gleiche, die Suche nach Erlösung aus der aktuellen Situation. Es gibt so viele Fragen, wo man Antworten sucht. Die Menschen beschäftigen sich mit ähnlichen Dingen wie damals. Wo ist der Retter? Wer bringt mich hier aus dieser Zeit heraus? Wo suchst du Antworten auf deine Fragen? Welchen Stern folgst du? Suchst du diesen Jesus, welcher bis heute dein Leben berühren kann, wie er es damals mit den Sterndeutern getan hat? Suchst du diesen Retter der Welt? Das Gute daran ist, dass die Königsherrschaft, die sie damals gesucht haben, an kein irdischen Weltreich gebunden ist, sondern wie wir in Micha gelesen haben, das ist ein Königsreich, das weit über dem herausreicht. Das ist in Ewigkeit. Es ist nicht an ein Weltherrschaftssystem gebunden. Ein Reich bis in Ewigkeit. Und du darfst dazugehören. Du darfst dazugehören. Du darfst dich genauso aufmachen wie die Sterndeuter. Und den Retter der Welt suchen, den Retter der Weltherrschaft, den Retter, der diese Welt und die Menschheit beeinflusst, bis in heutigen Zeit. Wenn du auf der Suche bist, nach dieser Rettung, nach diesem Licht, den Stern, dann bitte ihn darum, bete für ihn. Dass du diese Rettung in Jesus Christus erlebst. Dass er dir persönlich begegnet, wie damals den Sterndeutern. Und das Gute ist, das kann heute genauso passieren wie damals. Und das tröstet mich unheimlich. Und ich möchte mit Lukas 2,11 enden. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter der Welt gekommen. Er ist Christus, der Herr. Er ist gekommen, haben wir heute so schön gesungen. Petra hat so schöne Lieder rausgesucht, die da gut dazu passen. Er ist gekommen und du darfst ihn suchen. Und Jesus hat versprochen, wer an meiner Tür klopft, den werde ich öffnen. Er hat es versprochen.
Wenn du an seine Tür klopfst, wird er dir öffnen. Und er ist der Beständige, gestern, heute und morgen, auch in dieser Krisensituation. An dem dürfen wir uns festhalten. Er wird sich nie verändern, weil sein Reich nicht von dieser Welt ist. Und macht euch Mut, wenn ihr den nächsten Stern irgendwo seht. Erinnert euch an diese Geschichte. Erinnert euch dran. Da waren die Sterndeuter und haben viel auf sich genommen, um diesen König der Könige anzubeten. Ich möchte noch für euch beten. Herr, mich begeistert diese gute Nachricht. Ich danke dir so sehr, dass du als Retter in dieser Welt gekommen bist. Und Herr, wir brauchen das umso mehr in dieser Zeit. So viele Menschen sind traurig, sind gelähmt und haben Ängste. Herr, und wir brauchen dich, dass du uns aus diesen Dingen herausrettest, dass wir diese Hoffnung in dir haben, weil du bist in diese Welt gekommen, damit es uns besser geht, damit wir Frieden haben mit uns selbst und mit dieser Welt. Und da steckt noch viel, viel mehr drin. Du sagst, dass du uns lieb hast. Und das ist unabhängig von dem, wie es uns gerade geht. Und ich bitte dich für jeden von hier und für jeden, der es hört, dass du ihn mit dieser rettenden Botschaft begegnest, mit dieser Liebe von dir begegnest, mit deiner liebevollen Hand begegnest und dass er deine Hand ergreifen kann und du ihn aus schwierigen Sachen herausrettest. Darum bitte ich dich, Jesus, hilf du uns. Amen.